Hunderte Menschen haben sich heute im oststeirischen Fürstenfeld einem Protestmarsch angeschlossen. Und zwar gegen die Kündigung von mindestens 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim Kompressorenhersteller Sekop. Leiharbeiter noch nicht mitgezählt. Die Produktion soll eingestellt werden und die Region kämpft dagegen an. Sekop verlagert die Produktion von Fürstenfeld in die Slowakei und nach China. Der Protest der Sekop-Mitarbeiter, die dadurch ihre Arbeit verlieren, erhielt heute deutliche Unterstützung von Arbeiterkammer, Gewerkschaft und Politik. Wir wollten zumindest, dass die Verträge von den Ländern und niedergendlich offengelegt werden, damit wir wissen, was wir tun können, um das Ganze zu retten. Die Solidarität gehe weit über Fürstenfeld hinaus und sei eine gesamtsteirische. Kämpfen wir gemeinsam für diesen Standort in Fürstenfeld, kämpfen wir gemeinsam um jeden einzelnen Arbeitsplatz, kämpfen wir für eine Zukunft für euch alle und für uns in der Steiermark. Leiharbeiter mit eingerechnet seien es mehr als 250 Betroffene, nämlich fast 300, die ihren Job in Fürstenfeld verlieren sollen. Ab morgen beginnen die Verhandlungen um einen Sozialplan. Aufgeben will hier aber noch niemand. Das